Hallo und schön, dass du beim zweiten Teil des Videokurses zur Schrittkettenprogrammierung in einer SPS dabei bist. Mein Name ist René von sps-tutorial.com und in den nächsten paar Minuten zeige ich dir die Grundlagen zur Schrittkettenprogrammierung im FUP. Bevor wir hier allerdings loslegen, empfehle ich dir den ersten Teil Schrittketten und Ablaufketten verstehen und planen anzusehen, weil wie es halt immer ist, das Gezeigte auf dem vorherigen Teil aufbaut. Für all diejenigen unter euch, die sich noch etwas intensiver mit dem Thema beschäftigen wollen, habe ich am Ende des Videos auch noch eine kleine Anmerkung. Also, dann los! Die Schrittkettenprogrammierung im FUP ist so etwas wie der Klassiker der Schrittkettenprogrammierung. Und obwohl ca. 90% der Abläufe in S7K umgesetzt werden, sollte doch jeder SPS-Programmierer auch die klassische Ablaufprogrammierung kennen, da sie doch hin und wieder vorkommen kann. In sagen wir etwas älteren Maschinen war es sogar so, dass die FUP-Kette die Standardanwendung war, weil der S7-Graph in Kombination mit leistungsschwachen CPUs für zykluszeitkritische Prozesse einfach ungeeignet war. Und auch heute noch wird diese Programmierweise angewandt, weil zum Beispiel eine S7200 gar kein S7-Graph kann. Okay, kommen wir zu den Grundlagen. Und zwar wird jeder Schritt mit einem sogenannten SR-Glied dargestellt. Das bedeutet, wenn dein geplanter Ablauf aus 10 Schritten besteht, dann benötigst du eben auch 10 SR-Glieder. Soweit ganz klar, aber es gibt auch drei Regeln, die du dir unbedingt merken solltest. Und zwar, erstens, es darf immer nur ein Schritt zur selben Zeit aktiv sein. Zweitens, ein Schritt wird nur dann aktiv geschalten, wenn der vorangegangene Schritt aktiv ist und die Weiterschaltbedingung zu diesem Schritt gegeben ist. Drittens, deaktiviert wird ein Schritt, wenn der nachfolgende Schritt aktiv ist. Klingt jetzt sicher etwas komplizierter, als es tatsächlich ist, und bevor ich dir nur theoretisches Wissen zumute, zeige ich dir lieber, wie das Beispiel aus dem vorherigen Video in eine SPS umgesetzt werden kann. Kurz gesagt war die Aufgabenstellung, einen Ablauf vom Öffnen der Haustüre bis ins Bettchen zu erstellen. Also ab ins Tierportal und dort erstelle ich als erstes eine FC-Schrittkette, eine FC-Schrittkettenzuweisung und einen Datenbaustein. Wie du gleich sehen wirst, werden wir im FC-Schrittkette den eigentlichen Ablauf mit den Weiterschaltbedingungen programmieren und die passenden auszuführenden Aktionen schreiben wir im FC-Zuweisung. Das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Zylinder verfahren, wird der Ausgang im FC-Zuweisung gesetzt, während im Schrittketten-FC zum Beispiel die Endlage abgefragt wird. Warum die Funktionen in zwei Bausteinen aufgeteilt werden, wirst du aber gleich sehen. Im Datenbaustein legen wir als erstes für den Initialstep und für jeden weiteren Schritt eine Variable vom Datentyp Bool an, was in diesem Fall 6 Stück sind und wechseln anschließend zum FC-Schrittkette. Ach ja, wenn du eine CPU der 300er Reihe verwendest, nimmst du anstatt eines Datenbausteins einfach ganz normale Merker, die aber nicht remanent sein dürfen. Bei einer 1500er Steuerung wie hier oder auch bei einer 1200er ist aber auf jeden Fall ein DB vorzuziehen, weil diese CPUs für symbolische Zugriffe optimiert sind und der Zugriff auf Merker ein absoluter Zugriff auf die Adressen ist. Außerdem ist bei einer 1200er oder 1500er die Remanenz vom Datenbaustein defaultmäßig auf nicht remanent gestellt, während die DBs einer 300er Steuerung immer remanent sind. Und das könnte zum Problem werden, wenn ein Schritt gesetzt ist und die CPU durch einen, sagen wir, Spannungsausfall erneut hochläuft und der Schritt dann immer noch aktiv ist. Also zurück zum Ursprungsthema. Wie bereits erwähnt, benötigen wir für jeden einzelnen Schritt ein eigenes Setze-Rücksetze-Glied, weshalb wir für dieses Beispiel einmal eins für den Initialstep und 6 weitere für die folgenden Schritte benötigen. Und diese ziehen wir ganz normal in die Netzwerke rein. Und da wir uns das Leben immer so einfach wie möglich machen wollen, arbeiten wir mit Copy and Paste und Suchen und Ersetzen. Das ist erledigt. Und da der Initial- und der letzte Schritt immer ein wenig ein Sonderfall ist, beginnen wir mit dem Schritt 1 und wenn wir an die Regel von vorhin zurückdenken, wird ein Schritt nur dann aktiv, wenn der vorangegangene Schritt aktiv ist und die Weiterschaltbedingung erfüllt ist. Deshalb ziehen wir vor den Setzeingang eine Unverknüpfung und verschalten diese mit dem Initialstep. Der zweite Operand ist die Variable Du stehst vor der Haustüre. Weil wir hier aber keine richtigen Ein-Ausgänge verwenden, habe ich einen Datenbaustein mit den Variablen vorbereitet. Aber ob richtige A's oder nicht, die Logik bleibt doch eh immer die gleiche.
Für den Rücksetzeeingang verwenden wir die Regel Nummer 3, die sagt, dass der Schritt zurückgesetzt wird, wenn der nächste Schritt aktiv wird. Damit der Schritt 2 gesetzt wird, muss der Schritt 1 aktiv sein und die Weiterschaltbedingung Tür ist offen wahr sein. Und genau in diesem Stil schreiben wir den Ablauf nun bis zum Ende durch. Damit sind wir dann auch schon beim letzten Schritt angelangt und da es keine nachfolgenden mehr gibt, wird dieser durch die letzte Weiterschaltbedingung resettet. Dann bleibt nur mehr der Sonderfall vom Initialschritt. Und hier ist ein ähnliches Problem wie beim letzten Step, da es hier keinen vorangegangenen Schritt gibt. Deswegen brauchen wir ein einmaliges Ereignis, das diesen Schritt setzt. Das kann zum Beispiel Steuerung ein oder Vorwahlautomatik sein. Wie gesagt, ist es aber wichtig, dass dieses Ergebnis nicht ständig ansteht, da sonst das Problem entsteht, dass der Initialstep immer aktiv ist. Ein kleines Problem haben wir noch, und zwar: Nehmen wir an, dass die Schrittkette schon bis zum Schritt 2 durchgelaufen ist, und dann erfolgt ein Betriebsartenwechsel, der den Initialstep wiederum auch setzt. In diesem Fall wären zwei Schritte zur selben Zeit aktiv, was bei einer richtigen Anlage zu echten Komplikationen führen kann. Also müssen wir das irgendwie verhindern. Und das gelingt uns, indem wir das Ereignis, das den Initialstep setzt, negiert an den Rücksetzeeingang der Schritte verschalten. Damit haben wir auch schon den kompliziertesten Teil erstmal abgeschlossen und können uns um den FC-Zuweisungen kümmern. Wie der Name schon sagt, weisen wir hier die Aktionen zum jeweiligen Schritt zu. Im Step 1 war es Tür öffnen, bei Step 2 hineingehen und so weiter. Vielleicht fragst du dich, warum ich dafür einen eigenen FC verwende, wenn ich doch auch ganz einfach den Ausgang im Ablauf-FC an den SR-Gliedern hinten dranhängen kann. Ja, in diesem Fall hättest du recht und ich unrecht, aber meistens sind die Aktionen nicht nur gleich Wertzuweisungen. Es könnte auch sein, dass eine Aktion von mehreren Schritten aus gesetzt oder rückgesetzt werden und dann wird es recht schnell unübersichtlich, das wollen wir doch auf jeden Fall verhindern. Bevor ich auf die letzten Tricks und Kniffe zurückkomme, testen wir erstmal, was wir bis hierhin programmiert haben. Gleich zu Beginn siehst du, dass die Vorwahlautomatik auf 0 ist und alle Schritte resettet werden. Mit der positiven Flanke von Vorwahlautomatik wird der Initialschritt nun gesetzt. Ist auch die Variable Du stehst vor der Haustür auf 1, wird der Step 1 aktiv und der Initialschritt inaktiv. Parallel dazu wird im FC-Zuweisungen der Ausgang Tür öffnen einer 1 zugewiesen und Step 2 steht schon in den Startlöchern und wartet nur mehr, dass die Weiterschaltbedingung wahr ist. Der letzte Schritt hat wie gesagt keinen Folgeschritt mehr. Und wenn die Transition Licht aus wahr ist, wird dieser eben auch zurückgesetzt und die Schrittkette ist beendet.
Tja, nun ist es aber in den seltensten Fällen so, dass ein Ablauf nur einmalig durchlaufen wird. Also müssen wir zusehen, dass wir irgendwie wieder zu Schritt 1 zurückkommen. Das machen wir mit einem G zum Anfangsschritt. Dieser wird ganz normal wie jeder andere gesetzt, wenn der vorherige Schritt aktiv ist und die Transition erfüllt ist. Der Unterschied ist aber, dass der nachfolgende Schritt nun Schritt 1 am Anfang ist. Für Step 1 wiederum ist der Schritt Initialstep oder gehe zum Anfangsschritt der vorangegangene Schritt. Und somit haben wir den Sprung zum Anfang erledigt und können einen Testdurchlauf starten. Es hat dann soweit wunderbar geklappt, allerdings hatten wir im Beispiel nach dem Lichteinschalten auch noch eine Entscheidung eingefügt, ob du müde bist oder nicht. Wenn ja, dann soll die Schrittkette wie bisher durchlaufen werden, aber wenn nicht, gehst du auf die Couch, bis du eben müde bist. So eine Entscheidung nennt sich Alternativverzweigung und diese programmieren wir nun auch in unseren Ablauf rein. Zugegeben werden Alternativverzweigungen in einer FUB-Schrittkette schnell unübersichtlich und etwas kompliziert, aber gemeinsam finden wir auch hier eine Lösung. Wenn du dir aber bis hierhin schon etwas schwerer getan hast, dann würde ich dir empfehlen, an dieser Stelle erstmal eine Pause zu machen. Den Rest kannst du dir ohnehin später ansehen oder auf meiner Website nachlesen. Okay, lasst uns nun die Sache Schritt für Schritt analysieren. Wir wissen auf jeden Fall, dass es einen zusätzlichen Ausgang für ab auf die Couch geben muss. Auch wissen wir, dass es Eingänge für du bist müde und du bist auf der Couch geben muss. Wenn wir uns die Zuweisungen und die Schritte ansehen, erkennen wir auch, dass im Step 5, nachdem das Licht an ist, der Ausgang ab ins Bett gesetzt wird. Aber das soll eben nur geschehen, wenn du auch müde bist. Wenn nicht, dann benötigen wir einen alternativen Schritt, der den Befehl ab auf die Couch ausführt. Dieser wird dann aktiv, wenn Schritt 4 aktiv ist, das Licht an ist und du nicht müde bist. Wichtig hierbei ist, dass der Schritt dadurch auch einen alternativen Nachfolgeschritt bekommt, mit dem der Step zurückgesetzt wird. Als nächstes brauchen wir einen weiteren Schritt, der dich von der Couch ins Bett bringt. Bei der Zuweisung sieht es dann so aus, dass entweder der Schritt 5 oder der Schritt 5.2 diesen Ausgang setzt. Damit ist der Alternativzweig abgearbeitet und logischerweise hat der Schritt 6 dadurch auch einen alternativen vorangegangenen Schritt. Und ja, dann testen wir den Ablauf einmal, wenn die Variable du bist müde gesetzt ist und einmal, wenn sie auf 0 ist. Wie du siehst, werden, wenn die Variable high ist, die Schritte 5.1 und 5.2 nicht bearbeitet. Ist sie jedoch auf low, wird der normale Schritt 5 nicht bearbeitet, aber dafür die zwei Alternativen. Okay, dann haben wir das Thema bis hierhin abgeschlossen. Solltest du aber praxisnahe Übungen und Beispiele brauchen oder Schrittketten in SCL, AWL oder Graph programmieren wollen, dann lade ich dich recht herzlich auf meine Webseite sbs-tutorial.com ein und über meinen Newsletter, bei dem du dich gerne eintragen und natürlich auch jederzeit mit nur einem Mausklick abmelden kannst, versende ich regelmäßig ein Update zu den verschiedenen Kursmodulen
oder sonstigen Neuigkeiten und Neuerscheinungen, die die Steuerungstechnikwelt betreffen. Da die Module aber extrem aufwendig sind, bitte ich dich um Verständnis, dass diese kostenpflichtig sind. Okay, dann hoffe ich, dass dir der Kurs bis hierhin geholfen und gefallen hat. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.